Hallo und herzlich willkommen zurück zu Benishas. Ja, in der letzten Folge sind wir hier reingekommen bei dem guten Kerl hier. Und jetzt müssen wir erstmal die Spuren des Geistes suchen. Jakobs Bibel. Dann segnete Gott Noach und seine Söhne und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar, mehret euch und bevölkert die Erde. Furcht und Schrecken vor euch soll sich auf alle Tiere der Erde legen, auf alle Vögel des Himmels, auf alles, was sich auf der Erde regt und auf alle Fische des Meeres. Euch sind sie übergeben. Alles Lebendige, das sich regt, soll euch zur Nahrung dienen. Alles übergebe ich euch wie die grünen Pflanzen. Nur Fleisch, in dem noch Blut ist, dürft ihr nicht essen. Wenn aber euer Blut vergossen wird, fordere ich Rechenschaft, und zwar für das Blut eines jeden von euch. Von jedem Tier fordere ich Rechenschaft und vom Menschen. Für das Leben des Menschen fordere ich Rechenschaft von jedem seiner Brüder. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut wird durch Menschen vergossen. Denn als Abbild Gottes hat er den Menschen gemacht. Kann ich das nur mit ihr untersuchen oder geht das? Nee, es geht Schläfst du doch hier, nicht. Jacob? Ben schläft hier. Ich schlafe nicht. Da sind Maden im Bett. Lecker! Dein Fleisch ist verdorben, mein Freund. Das Essen ist knapp. Wir müssen uns einschränken. Was auch immer den Jungen heimsucht, bringt Maden hervor. Wir sollten mit diesem Ben reden. Wenn wir ihn denn finden. Ben ist ohne Waffe losgezogen? Wir sind Trapper, keine Jäger. Wir hatten die Waffe zur Sicherheit, aber sie wurde nass. Die funktioniert nicht mehr. Ja, geil. Die Waffe funktioniert nicht mehr. Draußen sind Rudel von Wölfen unterwegs und Geister. Das ist immer ganz toll. So, Moment. Kann sie das nochmal extra untersuchen? Nee, ne? Verstehe nicht, warum das hier. Das sind aber, glaube ich, nur die Habseligkeiten, oder? Da war noch was. Sind das Bens Sachen? Das meiste davon. Das Seil nicht. Ihr könnt es haben, wenn ihr wollt. Sehr freundlich. Danke. Dieses robuste Seil wird hauptsächlich dazu verwendet, sich von gefährlichen Klippen abzuseilen. Das heißt, dass er wahrscheinlich irgendwo eine Klippe runtergefallen ist, nehme ich mal an. Okay. Er ist so verwirrt, dass er sicher kaum weiß, welches Jahr wir haben. Was steht ihm zu? Hallo? Vielleicht hat ihn sein Kumpel im Stich gelassen. Na gut, er kann auch schon immer alleine gewesen sein, ne? Aber. Hier eine Falle haben wir schon mal. Beziehungsweise Fallen. Nebelschleier. Nach einem gewaltsamen Tod von einem Geist gewoben. Verbannerregel Nummer 8. Verlauf dich nicht im Nebelschleier, sonst holen dich die Schemengeier. Klug. Aber ich sehe keinen anderen Weg. Entweder hat sich Ben im Nebel verirrt, oder er ist die Quelle davon. Oder beides. Dieser Nebelschleier ist dicker als ein schottischer Dragoner und stinkt fast genauso schlimm. Ich wollte gerade sagen, ich kann alles sehen. Oh, was? Warte. Das ist besser. Und ein bisschen furchteinflößend. Okay. Was war da? Kann sie eigentlich auch sammeln? Ja, ne? Das ist cool. Lila Hyazinthe. Geh doch mal da rein. Los. Hä,
Ist das für beide versperrt? Wieso kann ich da nicht rein? Keine Ahnung warum. Stimmen im Nebel. Hier kommen wir rüber. Die Frage ist nur, wo ist er, ne? Siehst du das? Anscheinend entweicht der Nebel aus diesen seltsam aussehenden Stalagmiten. Warte mal. Ich glaube, ich kann uns von dem Nebelschleier befreien. Wie? Tja, ich bin zum Teil aus demselben Stoff gemacht. Oh, ich wusste es. Du weißt, dass ich auch noch da bin. Leia? Tut mir leid, ich hatte keine Ahnung, dass es dazu kommen würde. Wir haben es geschafft. Finden wir raus, was es verursacht hat. Du meinst, wer gestorben ist? Nein, damit geht's weiter. Ich wollte da hinten noch mal kurz was machen. So, da habe ich mich nochmal Leder gesehen. Spuren eines Kampfes. Ein Echo hängt an ihm. Ein Echo. Wieso steht da Haken? Das heißt, ein Echo enthüllen. Okay, das ist gut. Ja. Ich kann nicht. Ich schaffe es einfach nicht mehr. Auf die Beine, Lind. Wir geben nicht auf. Ich hab genug. Es gibt keinen Weg nach oben und auch keinen nach unten. Seit Tagen essen wir nichts als gekochtes Schuhleder. Mir reicht's. Wir geben nicht auf! Lass mich in Ruhe. Gott verdammt, ich habe es satt, dich zu tragen! Was machst du da? Tu mir nicht weh! Ich hasse dich. Ich hasse dich! Nein! Ben ist im Herbst gestorben. Und jetzt ist sein madiger Geist zurück, um den Freund heimzusuchen, der ihn gestoßen hat. Tja. Hat Jacob also gelogen, um den Mord zu vertuschen? Er wäre nicht der Erste. Wir müssen die Leiche finden. Hoffentlich sind uns die Wölfe nicht zuvor gekommen. Wie komme ich da jetzt runter? Da hinten ist eine Pflanze. Ich versuche es erstmal auf der Seite. Also zur Pflanze komme ich auf jeden Fall. Ja, doch, da kann ich runterklettern. Sehr gut. Das sind auch noch weitere Pflanzen. Sehr, sehr gut. Ich spüre einen Luftzug. Aus dem Totenreich. Nicht hinter mir, hoffe ich. So. Sie kann auch nichts sehen. Ja, geht doch mal darüber. Mann, wieso kann ich da nicht hin? Das ist eine Quatsch. Eklige Scheiße. Okay, ich konnte da nicht hin, weil er hier liegt. Okay. Verdammte Scheiße. Der Bursche wurde in Stücke gerissen. Warte mal. Er wurde mit dem Messer aufgeschlitzt. Für sein Fleisch. Immer noch keine Kette.
Vielleicht in Jacobs Hütte? Jacob hat Fleisch gegessen. Jacob hat Ben gegessen. Arme, verzweifelte, hungernde Jungs. Manchmal muss man unaussprechliche Dinge tun, um zu überleben. Ob ich das könnte, bin ich ganz ehrlich, weiß ich nicht. Das ist irgendwie... Ich meine, im Prinzip ist es nicht groß was anderes wie das, was wir mit Tieren machen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, nee. Ich kann es mir halt nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich es könnte, aber ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Moment, da müssen wir hier rüber. Ist das jetzt der Weg, den wir gekommen sind? Das sieht mir jetzt hier total anders aus. Da oben ist er, oder? Wie kommen wir denn jetzt? Ach, hier ist das Seil. Hä? Wie, verlass mich nicht? Hä? Was hat der jetzt für Probleme? Ich hab's jetzt irgendwie nicht verstanden, keine Ahnung. So, kommen jetzt hier auch nochmal welche? Da kamen wir her, oder? Beide hier sein? Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Achtung! Ein Femen ergreift Besitz. Na, da hat die ja toll was gegen ausrichten können. Heute nicht. Lass mich dir helfen. Nö, wolltest du ja nicht. Du hattest deine Chance. Dann habe ich wieder zurückgewechselt, Mädel. So. So. Was machen wir jetzt mit dem netten Kerlchen? Lass uns nach der Fessel suchen, solange Jacob draußen ist. Ach so. Also ihn erstmal nicht ansprechen, ja? Wahrscheinlich wird die wohl hier drin sein, denke ich mal. Was haben wir hier? Essnapf und Löffel. Ein Essnapf samt Löffel aus Holz. Beides handgeschnitzt, die von Jakob Linde benutzt werden. Diese Fessel ist durchdrängt von Geisteressenz. Sobald die Bindung des Geistes an das Lebendreich durch den Abschluss einer Spukermittlung durchtrennt wurde, nähert sich Antea automatisch an der Essenz, um sich zu stärken. Okay. Ich glaube, ich habe unsere Kette gefunden. Wie konnte ich die nur übersehen? Bei dieser Menge an Spektralspuren ist es ein Wunder, dass wir sie überhaupt fanden. Komm, lass uns mit Ben reden. Ritual durchführen? Na gut, das würden wir dann danach machen, ne? Ach nee, lass uns mit Ben reden. Das war der Tote, ne? Ja, ja, ja. Dann machen wir das erstmal. Erzwungene Manifestierung zum Erscheinen zwingen, genau.
Mit dem richtigen Ritual werde ich den Geist dazu bringen, sich zu zeigen. Ihr seid nicht Jacob. Nee. Wer seid ihr? Mein Name ist Red McRae. Ein Schotte. Und ihr? Antea Duarte. Wir sind Verbanner. Wir können euch helfen. Mir kann keiner mehr helfen. Wo ist Jacob? Ihr habt viele Male versucht, diesen Ort zu verlassen. Ja, versucht und versagt. Woche um Woche. Vielleicht Monat um Monat. Wir drehten uns nur noch im Kreis. Die Wälder sind tückisch, wisst ihr? Trügerisch. Hinterhältig. Wir gingen im Kreis. Immer im Kreis. Ewig im Kreis. Jacob sagte, ihr hattet beide Albträume. Denselben Albtraum. Ja, und doch schliefen wir kaum. Wirklichkeit und Illusion wurden eins. Schatten flackerten in unseren Augenwinkeln. Wie lange seid du und Jacob schon hier draußen in den Wäldern? Einige Winter nun schon. Aber dieser hier, der endet nicht. Kein Ausweg, kein Weg hinein. Wir waren allein. Kein Tier weit und breit. Ich weiß nicht, wann sich alles änderte. Wir steckten fest in diesen gottverlassenen Wäldern. Wir wissen, was dir widerfahren ist, Benedikt. Was hält dich hier fest? Er ist es. Er wartet und wartet und wartet auf mich. Er will nicht sühnen, was er tat. Und ich kann nicht entkommen. Aber ich werde ihn nicht hassen. Wie könnte ich das? Ja, ein guter Lügner ist er eigentlich nicht, aber er scheint verloren, ja. Wir dachten, er sei ein hoffnungsloser Fall, dass er seinen Verstand verloren hätte. Wer verlöre nicht den Verstand, der wochenlang an einem Ort festsitzt, seines Lebens, seines Glückes beraubt? Obwohl ich es leugnete, sah ich es voraus. Ich wurde misstrauisch. Etwas in mir erkannte seine Gedanken. Denn ich dachte dasselbe. Was willst du von Jacob? Willst du dich rächen? Ich suche keine Rache. Er ist ich und ich bin er. Warum hast du ihn nicht zur Rede gestellt? Warum hast du dich nicht gezeigt? Ich tat es. Er hielt mich für lebendig. Er zeigte mir das Steak, das er ergattert hatte. Er war so stolz. Er bot mir davon an. Er muss sich stellen und seine Taten akzeptieren. Für uns beide. Nachts las er die Bibel. Gott nähme uns ans Herz, wenn wir gut und ehrlich wären. Das brachte er mir bei. Wir waren gut, wir lebten ein ehrliches Leben. Wir mieden die Menschen, wir kümmerten uns nur um uns selbst. Also sagt mir, Verbanner, womit haben wir das verdient? Das war nicht euer Tun. Ja, mein Beileid, kann ich gerne ausdrücken. Ich würde gerne wissen, was damit jetzt gemeint ist. Das war nicht euer Tun. Das war nicht Gottes Werk. Hier ist ein anderes mächtiges Wesen im Spiel. New Eden ist verflucht. Dann ließ Gott uns im Stich und wir sind dem Untergang geweiht. Ich danke dir, Benedikt. Vielleicht reden wir nochmal miteinander. Vielleicht werden wir das, Verbanner. Vielleicht werden wir das. Ja. Jacob muss gestehen.
Ich fürchte, die Wahrheit wird ihn brechen. Tja, trotzdem muss er gestehen. Das sind die Tage, nehme ich mal an, die er hier gesessen hat. Ihr seid zurück. Ja. Ich wollte eigentlich mit ihr reden. Benedikt. Vielleicht reden wir nochmal miteinander. Vielleicht werden wir das, Verbanner. Vielleicht werden wir das. Ich habe irgendwie falsch geguckt. Ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie gedacht, dass sie das jetzt gewesen wäre. Ich habe mich nur nicht daran gewöhnt, dass zwei Geister gleichzeitig da sind. Grüß dich, Jacob. Mr. McGrath? So ganz cool. So, grüß dich, Jacob. Ach, wir haben gerade deinen toten Freund gefunden, aber wir sprechen dich nur nicht drauf an. Ihr hattet also eure Mühen, du und Ben. Warum seid ihr nicht gegangen? Weggehen? Nein, wir konnten nicht gehen. Das hier ist unser Zuhause. Hier stellen wir Fallen auf, essen, gerben Felle zu Leder. Unser Leben findet hier statt. Wir können nicht weg. Habt ihr es nicht am Fluss versucht? Irgendwann musste sich doch der Nebel lichten. Wenn ihr bleibt, verhungert ihr. Wir haben genug. Dank Ben. Mhm. Ben wollte gehen. Ihr habt euch gestritten. Erinnerst du dich wieder? Ben ist gerade unterwegs. Wir streiten uns doch nicht. Einmal machten wir gerade ein Nickerchen, als ein Gewitter kam. Die Hagelkörner waren riesig. Wir hatten uns verlaufen, aber wir fanden den Weg trotzdem. Sogar da war Ben nie verärgert. Hat nie was gesagt. Selbst wenn ich zu langsam war. Hat er den Verstand verloren oder bindet er uns einen Bären auf? Schwer zu sagen. Ich würde sagen, den Verstand verloren, auf jeden Fall. Es tut mir leid, Jacob. Wir müssen reden. Etwas ist mit Benedikt passiert. Was? Wo ist er? Was ist passiert? Komm schon, Jacob. Sagt es mir, falls Ben etwas zugestoßen ist. Wo ist er? Ja, er muss sich erinnern, ja. Die Frage ist, dreht er jetzt völlig durch, wenn ich jetzt sage, dass er ihn getötet hat? Oder sollen wir versuchen, ihn ein bisschen vorsichtig daran zu erinnern? Benedikt hat Schmerzen. Um seinetwillen musst du dich erinnern. Erinnere dich daran, was du getan hast. Aber ich... Nein. Ich würde nie... Ich könnte ihm nicht wehtun. Ich liebe ihn. Jacob, sieh mich an. Du kannst dich unbesorgt erinnern. Sag es mir. Was ist auf dieser Klippe passiert? Ich war müde. So müde. Der Hunger hat Löcher in mich gefressen. Meine Kehle brannte wie Feuer. Ich konnte an nichts anderes mehr denken. Wir sind stark. Wir geben nicht auf. Aber ich wollte es. Ich wollte, dass das alles aufhört. Ihr habt euren Freund aufgegeben. Klingt beides nicht richtig. Und doch hast du Benedikt aufgegeben und dann bist du auf ihn losgegangen. Ich habe Benedikt im Stich gelassen. Ihn enttäuscht. Aber ich war so wütend. So wütend. Er hat mich immer wieder gedrängt. Wir stritten uns. Ich konnte nicht mehr denken. Als ich ihn sah, wie er da lag, auf dem Boden, leblos, da sagten die Stimmen. Entweder er oder ich. Er oder ich. Ich wäre gestorben. Ich hätte sterben sollen. Nichts anderes habe ich für meine Sünden verdient. Ich habe Gott enttäuscht. Und meinen Freund. Ich bin ein Monster. Ich verdiene keine Gnade. Nein,
Du bist nur ein Sünder, der um Hilfe bettelt. Wir beide standen vor der einfachen, aber schrecklichen Wahl. Töten oder sterben. Du führtest den ersten Streich. Und nun stehen wir hier. Kannst du mir verzeihen? Unser Schicksal liegt nun in anderen Händen. Ja. Verbanner, verrichte deine Arbeit. Wenn du zurückkommen sollst, wenn wir das Ritual anwenden wollen, von dem wir sprachen, dann ist das der Moment, an dem alles beginnt. Red. Wenn wir diesen Schritt gehen. Jacob ist bereit zu sterben. Die anderen werden es nicht sein. Wir werden Lügen erzählen. Wir werden die Essenz der Lebenden ernten. Ich nehme die Schuld auf mich. Wir stehen vor einer einfachen, aber schrecklichen Wahl. Töten wir, um wieder zusammen zu sein? Oder trennen sich unsere Wege auf ewig? Wir müssen uns jetzt entscheiden. Nein! Ich will das nicht selbst entscheiden! Ihr seid so doof. Du stehst kurz vor dem Abschluss einer Spukermittlung. Als Verbanner musst du eine Entscheidung treffen. Die heimgesuchte Person beschuldigen, den Geist aufsteigen lassen oder den Geist verbannen. Also Schuldzuweisung ist jetzt quasi, damit wir ihn ernten können, sozusagen, ja? Den, der lebt. Oh Gott. Gut, es war seine Schuld. Er hat halt was Schlimmes getan, auch wenn er es nicht wollte. Den Geist würde ich aufsteigen lassen, weil er konnte ja nichts dafür. Oh Gott, ich will sowas nicht entscheiden. Jede Entscheidung hat Konsequenzen, vor allem was die Beziehung zwischen Red und Antea anbelangt. Wenn Red sich dazu entschließt, Antea wiederzubeleben, muss er den Großteil der lebendigen Siedler beschuldigen. Oh Gott, nein, ich will sowas nicht. Oh, schreibt mir doch bitte in die Kommentare, bevor ihr weiterguckt, wie ihr euch jetzt hier entscheiden würdet. Am besten eben Pause machen und in eben einen Kommentar schreiben. Es würde mich wirklich interessieren. Ich hasse es, so weitreichende Entscheidungen treffen zu müssen. Auf der einen Seite wäre es natürlich gut, wenn die beiden wieder zusammenkommen würden. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn es um meinen Freund gehen würde oder meinen Mann, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob die jetzt verheiratet waren. Andererseits, das sind unschuldige, also ich könnte ja noch nicht mal die Geister verbannen, die nichts Böses gemacht haben, weil wenn der Typ jetzt gesagt hätte, er hat jetzt 20 Leben ausgelöscht und deswegen hat der Jacob den Benedikt ermordet, weil er nicht mehr weiter zusehen wollte, wie der Benedikt die Leute umbringt, dann hätte ich den Geist verbannt. Oh Gott, ich kann sowas nicht machen. Ich hasse sowas. Ganz ehrlich, ihr werdet jetzt zu Hause vor dem Monitor sitzen und sagen, was druckst die Alte da rum, ist doch eh nur ein Spiel. Ein paar vereinzelte Leute werden vielleicht noch denken, oh Gott, ich will diese Entscheidung auch nicht treffen. Oh, ich will das nicht entscheiden. diese Entscheidung wird dazu beitragen, dass Antea aufsteigen kann. Wenn ich ihn aufsteigen lasse. Diese Entscheidung wird dazu beitragen, dass Antea aufsteigen kann, wenn ich ihn verbanne. Diese Entscheidung wird dazu beitragen, dass Antea wiederbelebt werden kann, denn ein Ritual der Wiederbelebung ist nur dann erfolgreich, wenn der Großteil der Siedler geopfert wurde.
Oh mein Gott, du bist ein Siedler mit einem... Ich meine, er hat was Böses getan, ne? Aber wenn ich ihm jetzt die Schuld zuweise, kann er doch nicht mehr aufsteigen, oder? Oder muss ich das für jeden hier einzeln entscheiden? Ich verstehe das so, ich kann nur eine von diesen drei Entscheidungen treffen. Und er hat es eigentlich verdient, dass er aufsteigen kann, weil er hat ja auch selber gesagt, dass er aufsteigen will. Und was ist, wenn ich ihm die Schuld zuweise? Dann bleibt er auf ewig hier in der Erde und ist hier am Rumwandeln, oder was? Oh Gott. Ich will diese Entscheidung nicht treffen. Benedict Stoughton. Im Angesicht der unvermeidlichen Härten des Lebens müssen wir manchmal schreckliche Dinge tun, um zu überleben. In seiner Verzweiflung hat dein bester Freund dein Leben gestohlen. Dann hat er noch mehr gesündigt und sich von deinem Fleisch genährt. Er gestand seine Sünden und bot an, sein Leben zu opfern. Er sprach die Wahrheit. Du kannst in Frieden gehen. Wir saßen in der Falle. Die Schlinge sollte uns langsam töten. Jacob, mein Freund, mein einziger Freund, ich vergebe dir. Vergebe dir alles. Es ist vorbei, Jacob. Ben ist für immer fort. Ben ist schon sehr lange weg. Das weiß ich jetzt. Ich muss ihm die letzte Ölung geben. Bitte. Das muss ich allein tun. Es ist vorbei. Die Kette wird mich noch etwas länger am Leben halten. Jacob, darf ich mich drinnen etwas ausruhen? Ja, warum nicht? Oh Gott, oh Gott. Ich meine, auf der einen Seite, wie gesagt, also ich persönlich, ich weiß echt nicht, was ich tun würde. Ich würde wahrscheinlich alles versuchen, um meinen... Keine Maden mehr. Ben ist weg. Auf immer und ewig. Um meinen Freund, meinen Mann, wie auch immer, wieder zurückzuholen. Ich bin aber auch ganz ehrlich, ich meine, abgesehen davon, dass es ein Spiel ist, ich weiß nicht, ob ich Unschuldige dafür opfern würde. Weil das ist alles eine Verkettung von Entscheidungen. Es war ihre Entscheidung, dahin zu gehen, ohne ihm Bescheid zu geben. Es war seine Entscheidung, hinterher zu gehen. Vielleicht würde sie noch leben, wenn er nicht hinterhergegangen wäre. Ich habe absolut keine Ahnung. Ja. Was ist mit dem Fleisch? Das ist jetzt nicht mal vergammelt? Armer Bursche. Kein Wunder, dass er bei dem Essen vom Fleisch fällt. Anthea, hör auf. Das ist mit Abstand dein schlimmster Karlauer. Gefällt mir gut. Okay, Frage ist, kann ich jetzt hier das Lagerfeuer aktivieren? Ausruhen. Ja, das heißt, ich kann dann auch mit ein bisschen Glück meine Ausrüstung verbessern. Oh, was haben wir denn jetzt hier? Sechster Sinn. Wenn ein Angriff erfolgreich pariert, werden 15 Geisterpunkte wiederhergestellt. Aufgeladene schwere Angriffe verursachen mehr Schaden. Ja, ich mache jetzt selten schwere Angriffe. Nach dem vierten schweren Angriff wird ein Schlagangriff ausgeführt. 30% mehr Schaden an Gegner mit voller Gesundheit. Das wäre nicht schlecht. Phantomsatz. Spektralsicht. Achso, hier können wir dann auch noch was machen.
Je höher die Lebenspunkteanzeige, desto mehr Schaden verursacht er. Wir haben ja zwei Punkte. Das sind alles nur eine Punkte. Genau. Gutes Deutsch heute. Ich würde sagen, dann machen wir da einen Punkt rein. Und einen Punkt in mehr Schaden verursachen an Gegner mit voller Gesundheit. Okay. Inventar, Entwicklung, Ausruhen. Entwicklung war doch... War das nur das hier? Kann ich hier meine Sachen jetzt nicht mehr ändern oder was? Oder geht das über Inventar? Achso, über Inventar. Ah, okay. Aufrüsten. Das kann ich jetzt machen. Da habe ich jetzt genug für. Sehr schön. Sehr geil. Und da könnten wir auch noch was machen. Antea erleidet 5% weniger Schaden. Du erleidest 5% weniger Schaden. Das können wir nicht. Ich glaube, das Zeichen heißt aber, dass wir das können, ne? Dann machen wir das doch auch noch. Ja. Und mehr können wir dann erstmal leider nicht machen. Dieser Mann hat seinen Freund umgebracht und verspeist. Als ich Soldat war, habe ich viele Geschichten über Belagerungen und Kannibalismus gehört. Einige davon waren wahr. Wer lange Hunger leidet, kann Schreckliches tun. Und Jacob litt fürchterlichen Hunger. So wie du. So wie ich. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich gefangen. In einem endlosen Albtraum, der mich nicht mehr loslässt. Und dieses Verlangen, ich lechze nach Essenz. Damit ich nicht so schnell verfalle. Damit ich nicht so schnell zu einem dieser verdammten Schemen werde. Vielleicht sollten wir das nochmal überdenken. Ja. Wir haben die richtige Entscheidung gefällt. Gemeinsam. Ein Leben zu nehmen ist nichts Nichtiges. Wenn ich aufsteige, werden wir getrennt sein. Für den Rest deines Lebens. Vielleicht für den Rest der Ewigkeit. Niemals wieder werden wir Seite an Seite stehen. Dieses Wir, das, was wir beide haben, wird aufhören zu existieren. Das ist Schwachsinn. Red wird an Thea einen Eid schwören und gemeinsam werden sie ihr Schicksal wählen. Deine Entscheidung... Nein! Deine Entscheidungen bezüglich des Abschlusses wirken sich auf deine Chancen auf das Versprechen zu erfüllen, das sie einander gegeben haben. Oh, leck mich doch. Denk daran, du hast die freie Wahl. Nein, habe ich eben nicht. Wie du eine Spukermittlung abschließt, unabhängig von dem Schwur, den du geleistet hast. Du musst aber auch bereit sein, die Konsequenzen für deine Entscheidungen zu tragen. Oh, wollt ihr mich jetzt... Oh. Ich meine, wenn das böse Menschen sind, kann ich die immer noch beschuldigen und verbannen. Und dann kann ich immer noch gucken, dass sie halt wieder aufersteht. Aber erstmal ist es nun mal Fakt, sie hat eine Entscheidung getroffen. Die Konsequenz von dem Ganzen ist letztendlich, dass sie getötet worden ist. Er halt nichts dagegen machen konnte. So ist es aber nun mal im Leben. Und im Leben gibt es halt auch keine zweite Chance, so nach dem Motto, jemanden wieder ins Leben zurückholen. Ich kann ihr also nur noch den Eid schwören, dass sie diese Welt friedlich verlassen wird. Und wenn da irgendwelche Leute sind, die wirklich Böses getan haben, dann kann ich immer noch gucken, dass ich die nicht wieder, also dass ich auf ihre Wiederauferstehung hinarbeite. Aber ich glaube, ich entscheide mich jetzt erstmal dafür. Er soll einfach damit zufrieden sein, dass er sie nochmal sehen konnte, dass er nochmal mit ihr zusammenarbeiten konnte und dass er sich definitiv von ihr verabschieden kann, wenn es soweit kommt. Gut, dann hätten wir das abgehakt. Danke. Ich hoffe, du bereust es nicht. Weil du mich bald erlösen wirst.
mich aufsteigen lässt. Nicht, dass ich das möchte. Ich weiß, aber du musst es tun. Ich kann nicht. Ich bin ein Schatten, gefangen und am Verblassen. Du bist immer noch hier. Du bist immer noch du. Wir könnten... Jacob Lynns Essenz hat mir zugerufen. Ich wusste, es war falsch, aber ich habe mich nach ihr verzehrt. Dieser Weg führt ins Verderben, für uns beide. Ich kann nicht ertragen, was aus mir geworden ist. Ich will dich nicht verlassen, aber ich muss. Dann soll es so sein, Liebste. Wir holen uns deinen Körper zurück und ich lasse dich aufsteigen. Du hast mein Wort. Ja, ein gegebenes Versprechen habe ich gerade bekommen als Errungenschaft. Und ich würde sagen, da die Folge schon überhand genommen hat von der Länge her, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und werden dann in der nächsten Folge zur kaputten Brücke zurückkehren. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.